Ich glaube, dass Tancredi mehr diesen Handkarren braucht als ich. Die Brustwunde sieht nicht lustiger. Ich meine ja auch ihn. Nein, nein, das geht schon. Na, hast du es wirklich für mich gemeint? Ja, natürlich, ich komme zu dir und stehe mit dem Handkarren vor dir. Okay. Ich denke nicht, dass das notwendig sein wird. Wollt ihr etwa humpeln durch eine belagerte Stadt laufen? Und warum sollte ich humpeln, wenn ich einen Schlag in die Brust bekommen habe? Nun, setz doch schon rein. Also, ich würde da jetzt noch ein bisschen störrisch sein, Ist kein Platz für Ehre und jetzt kommt schon. Grigori, schnappt euch den Mönch. Wir müssen durch die ganze Stadt durch. Wir wissen nicht, wie lange die Stadttore davor noch halten. Ich würde mir auch noch das andere Kettenhemd nehmen und das Schwert habe ich ja schon gesagt, dass ich das nehme, um ein bisschen besser gerüstet zu sein. Dann ziehe ich einmal vor zum Tor, also zur Tür, öffne diese einen Spalt breit und werf mal einen Blick nach draußen, um zu sehen, wie es da aussieht. Das Gebäude direkt vor dir brennt, lichterloh, und füllt die Gasse mit Rauch. Dringt auch so ein bisschen jetzt in die Tür hinein. Müsstest du also relativ fix wieder zumachen, sonst... Wumm, wieder zu. Verdammt. Gibt es einen anderen Ausgang hier, Andronikos? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, von hier aus, nein. Wie schlimm ist es denn? Es ist ziemlich dicht, der Rauch da draußen. Das Gebäude gegenüber steht in Flammen. Ich glaube, unter der Ölpresse für den Wein gibt es noch einen Zugang zur Kanalisation. Aber ich weiß nicht, ob wir die benutzen können. Und ob sich dort unten irgendwas aufhält. Ich meine, habt ihr die Ritter gesehen? Also wenn es da quakt, gehen wir da nicht rein. Die waren nicht zu übersehen. Wir finden doch sicherlich hier irgendwo eine Laterne, eine Fackel, eine irgendwas Leuchtmittelmäßiges. Das wirst du sicherlich nach einigem Suchen dann auch auftreiben können, ja, würde ich dir zugestehen. Aus den Fenstern, hier sind ja überall Fenster eingezeichnet, ist es möglich, da rauszusteigen? Schwerlich, die sind ziemlich klein, also von außen ist diese Villa auch quasi nur über diese Tür einzunehmen und dementsprechend kannst du dann nicht durch die Fenster dich durchquetschen. Nee. Wenn wir einfach rennen? Du kannst gerne selber einen Blick nach draußen auf die Straße wagen. Ich konnte nicht sehen, wie weit der Rauch reicht. Ja, was bleibt uns denn übrig? Andronikos wird zumindest das Messer mal nehmen und sich seine eigenen Fesseln dann durchschneiden, sodass er wieder mobil ist. Wir sind schon schlechte Retter, dass wir das nicht sofort gemacht haben, aber ja. Guck mal ganz kurz zu Borgi rüber, der ja unseren Tancredi in dem Handkarren da rumschleift und der sich ein Schwert aufgeschnappt hat. Und da meine ich so, hast du es dagegen, wenn ich mit deinem Hammer schnapp? Du kannst doch das Schwert haben. Na, ich glaube, du kannst damit besser umgehen. Nein, kann ich nicht. Außerdem trage ich keine Schwerter. Ich bin ja nicht so verrückt in dieser Gegenwart auch noch hier. Dann nimm den Hammer. Gut. Dann lasse ich mir von Andronikos mal in der Weinpresse, Ölpresse da zeigen, wo denn der Schacht ist. Du kannst die Luke dann gemeinsam mit ihm finden und auch öffnen. Dann müsstest du so einen kleinen Bottich dann einmal verschieben, weil er gut drunter versteckt, aber das wirst du hinbekommen und dann siehst du, wie da unten so eine kleine Leiter auch die Kanalisation zu erreichen wäre. Stinkt bestialisch dort unten. Bestimmt nicht schlimmer als mein Gewand. Wie wäre es, wenn wir erstmal, wir haben ja jetzt verschiedene Räume schon angeguckt und wir werden wahrscheinlich mitgekriegt haben, dass oben im Norden eine Treppe nach oben führt aufs Dach. Ja. Wenn wir jetzt oben aufs Dach gehen, und so gut es geht, und dann zum Beispiel, dass ich in den Kinderschlafraum oder in den Schlafraum überhaupt reingehen, können wir da aus den Fenstern mal rausschauen, ob wir von da aus einen Blick haben, wo die Straße hinführt, ob das jetzt nur der Rauch ist, der jetzt, sag ich mal, vorne die Eingangsportal zuräuchert und dass wir, wenn wir, weiß ich, 2-3 Meter nach links oder rechts gehen, dass wir dann aus dem Rauch raus sind. Orientierung. Dafür ist der Wurf da. Orientierung. Kannst du also nach oben dich schleichen und wenn du durch die Fenster... Komm, ich gebe mal 11 Punkte jetzt mal aus. Mir ist das jetzt alles, das gibt aber gar hier. Alles klar. Du hast so ein bisschen Probleme mit dem Rauch, aber kannst dich dann so durchkämpfen, durchboxen und siehst dann unten nach rechts und links, klar, das Gebäude direkt vor euch brennt und das greift jetzt nach und nach auch auf andere Gebäude über. Die gesamte Stadt ist fast lichterloh in Flammen aufgegangen. Das kannst du über diese Hügel dann relativ gut überblicken. 7 Stück an der Zahl, aber du könntest dich dann mit einiger Eile durch die Straßen dann durchkämpfen. Also da muss man vielleicht ein bisschen Rauch einatmen oder man bindet sich vielleicht ein Tuch oder sowas vor, aber da kommt man noch raus. Gut, und jetzt wissen wir ja alle, dass da unten in der Weinpresse wahrscheinlich auch Essig hergestellt wird, oder? Beziehungsweise Wein, Essig müsste vielleicht auch in der Küche was sein. Würde ich dir zugestehen, ja. Ja, gut. Das heißt, ich sage euch das, wir tunken da Stoffe rein, weil das ich bei 1-2 Belagerungen schon mitgekriegt habe. Die binden wir uns vors Gesicht. Der Essig hält einigermaßen den Rauchgestank von uns ab. Und dann probieren wir an der Hauswand immer links entlang, an der Hauswand raus, gleich links.
Und dann folgen wir den Häuserwänden und dann Richtung Adelsviertel nach Osten. Ich brauche vom Priester mal bitte ein verborgenes Erkennen. Hauptsache, wir machen schnell, bevor das Feuer übergreift. Ich sehe nix. Der beißende Gestank von da unten treibt mir die Tränen in die Augen. Ja, dann brauche ich jetzt eine Entscheidung von euch. Ja, lass uns das machen. Ja, okay, packen wir's. Tücher abreißen, am besten zerschnüppeln wir noch die zwei Umhänge der sozusagen Kreuzritter. Die sind groß genug, machen, tauchen alles in Essig ein, binden das mehr oder minder vor unsere Gesichter und dann packen wir die zwei Mönche in die Mitte. Ich gehe vorne weg und du schiebst unseren Kreuzritter hinter uns her. Ja, das soll so gelingen. Also ihr könnt euch dann nach und nach die Tücher alle trinken mit Essig. Werdet ihr in der Küche finden und dann durch den beißenden, qualmenden Rauch auf die Straße. Genau, hier vorne so dann gleich nach links weg, an dem Haus entlang so ungefähr und dann nach Norden, beziehungsweise nach Osten. Genau, dann von jedem bitte noch einmal einen Wurf auf Orientierung und für den Söldner ist der Wurf um 10 Punkte erleichtert. Ich fasse es nicht. Bei einer 10 sogar noch einen Erfolg geschafft. Ja. Wir sitzen Karin, du guckst nach hinten. Wie konnte das passieren? Um 10 Punkte erleichtert. Tangredi ist der felsenfesten Überzeugung, ihr müsstet dann auf der Straße nach links, alle anderen rennen nach rechts und ist dann so ein bisschen entgeistert, als Poggio in die falsche Richtung ihn schiebt. Wartet, Poggio, wartet, da drüber müssen wir. Seht ihr das denn nicht? Ja, Poggio sieht gar nichts. Da ist doch alles voller Rauch. Poggio sieht gar nichts. Bleibt doch stehen, wir müssen da drüber. Nichts da. Richtig, hier ich lang. Stimme ihm ja zu. Weil du gesagt hast, das ist ja nochmal um 10 Punkte nochmal erleichtert, dann komme ich auch auf einen normalen, keinen Fehlschlag, also auf eine Routinewurf. Ja, richtig, ja, also ihr könnt dann auch die Straße richtig dann nach rechts gehen. Auf der anderen Straßenseite stehst du dann gemeinsam mit dem Priester, allesamt Ruß und Rauch geschwängert, huset nochmal ein bisschen und könnt dann sehen, wie wohl zwei Leute fehlen, Poggio und Tangredi. Oh. Was? Bin doch mitgelaufen. Ja, aber du hast sie verloren in dem Rauch. Jetzt steht ihr gerade so in der Mitte der Straße, der Kreuzritter will in die eine Richtung, Poggio in die andere. Ihr wisst gerade nicht, wo es hingeht. Wo ist Poggio? Priester, schnappt euch den Mann und verschwindet. Ich suche die anderen zwei. Ich drehe mich um und renn zurück. Oder humpel zurück. Humpel zurück. Ja, dann können sich die anderen erstmal einen Schaden aufschreiben durch Brandschaden, ne? Brandrauchgeruch und stehen da immer noch so ein bisschen verloren rum und plötzlich steht dann der Söldner wieder in ihrer Gegend. Tangredi! Tangredi! Können sie da mal am Ärmel packen, wollten gerade wohl in das brennende Haus hineingehen mit hier der Schubkarre und das wäre, glaube ich, unglaublich tödlich gewesen. Beweg dich, beweg dich! Also ich stelle mich jetzt hinter Poggio und fange an, ihn zu schieben, damit er schneller sozusagen die Schubkarre schiebt. Jetzt nach links, links, links. Ich drücke ihm auf die linke Schulter. Links, links. Aber da drüber müssen wir doch. Halt die Klappe. Schieb. Dann eine Minute später steht ihr auf einem kleinen Platz, wo ihr euch dann sammeln könnt. Der Rest hat es dann auch wohl rausgeschafft. Wie gesagt, überall brennende Häuser, nach und nach auch weitere Lichter, die im Himmel aufgehen und von weiteren Geschosskünden, weiterer Kampfeslärm von der Mauer im Norden. Aber ihr seid auf diesem kleinen Platz und könnt euch hier dann weiter orientieren. Andronikos selber wird wohl auch die Stadt kennen und euch dann sehr direkt in Richtung Osten ziehen, wenn ihr das denn zulasst. Ja, klar. Ja klar, folgen ihm. Herr im Himmel, los weg hier. Er weiß ja, wo es hingeht, ne? Ja, ihr lauft. Auf dem Weg dorthin kann er euch noch berichten, dass die Klosterbibliothek der Akoimeten teilweise wohl Bücher aus der Zeit von Alexandria enthält, denn die Bibliothek, die damals verbrannt ist, hat man wohl retten können. Das ist zumindest so das Wissen, was er euch dann weitergeben kann. Und dann wurde wohl vor einiger Zeit auch mal aufgefüllt mit weiteren arabischen Werken. Nach ungefähr einer halben Stunde, einer Stunde, werdet ihr dann die vor euch aufragende Hagia Sophia erkennen und den Bukoleon-Palast. Andronikos selber möchte abbiegen in eine etwas kleinere Kirche, eher eine Kapelle. Auf dem Weg dorthin haben wir irgendwelche Leichen gesehen? Gibt es Todesopfer? Liegen ja, Leute auf der Straße? Liegen alle auf der Straße, auch Trümmerteile, die dann von einstürzenden Gebäuden künden, sodass man dann auch mit der Schiebkarre einen anderen Weg fahren muss und dann etwas kleinere Gassen nutzen muss. Also ist es überall Chaos und ihr könnt es von überall rufen hören. Auch einige Stadtwachen, die dann verzweifelt versuchen, entweder Brände zu löschen oder in Richtung Hafen laufen in ihrem normalen Tempo. Überall ist Chaos. Die Stadt ist jetzt gerade dabei, erobert zu werden. Woher auch immer diese Schiffe kommen, aber sie sind da. Hören wir es auch quaken?
wie gesagt, bin Söldner. Gibst du mir die Möglichkeit zu sagen, ob ich hier irgendwo ein Schild aufheben kann, beziehungsweise ob ich hier wirklich irgendwo einen Streitkolben finde? Liegt hier vielleicht irgendwo ein toter Soldat oder sowas, den es erwischt hat oder irgendetwas oder? Doch, also wenn du einen finden möchtest, dann wirst du unterwegs sicherlich dann auflesen können. Da sind dann auch definitiv ja ein paar kaputte dabei, weil dann Steine direkt auf die Soldaten gefallen sind. Aber du wirst da auch ein funktionierendes finden, wenn du das Schwert nicht mehr benutzen möchtest. Nein, ich komme mit dem Schwert, werde ich nicht, und dem Waffe, den Hammer gebe ich dann zurück auf den Dings und schnapp mir so einen Streitkolben, und wenn es geht, hebe ich irgendein großes Schild von den Sarazenen sozusagen auf, und dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich jetzt einigermaßen gerüstet bin, wenn was kommt, dann laufen wir weiter. Also ja, dann könnt ihr in diese kleine Kapelle vordringen, bewaffnet wie ihr seid, und die Schiebkarre dann hier abstellen. Ich vermute dann, in dieser einen Stunde wird sich dann Kredi auch ein bisschen erholt haben. Es sapscht zwar immer noch ein bisschen ungünstig die Brustwunde durch und blutet so ein bisschen die Bandage voll, aber dir geht's jetzt nicht schlechter. Andronikus selber wird dann an der Sakristei vorbei wieder laufen. Es fühlt sich so ein bisschen wie ein Déjà-vu an, auch wenn die Kirche nicht die Markuskapelle ist. Aber auch hier geht es wieder in eine Sakristei auf der linken Seite und in eine Wendeltreppe, die ja genauso seltsam abfällt. Die Winkel stimmen wieder nicht, und nach viel zu langer Zeit kommt ihr dann in einem unterirdischen Geschoss an, das sich dann öffnet, und ihr seht eine gigantische Bibliothek, die sich hier euch auftürmt, mit Buchrollen, ein angefüllter Raum, überall ist es Staub. Es gibt ein paar Deckengemälde, es gibt auch Bodengemälde mit sich windenden Schlangen, und ihr könnt wohl auch verschiedene heiligen Figuren hier erkennen. Ein Sammelsurium und wertvoller kann es quasi nicht sein für einen Gelehrten. Retten könnt ihr das auf keinen Fall alles. Wenn ich jetzt hier drin eine Fackel anzünde... Direkt vor euch befindet sich auch ein kleiner Altar mit, ja, auf den ersten Blick sieht das aus wie eine Tischdecke. Also so ein heiliger Steinaltar mit, ja, so einem Tuch drüber. Liegt da ein Buch vielleicht aufgeschlagen? Nein, vollkommen leer. Ja, was mich ein bisschen wundert, ist nur diese Schlangen auf dem Boden. Für mich, für eine Kirche, komisch, aber was interessiert mich das, die Kirche in der Hinsicht? Wenn das hier Feuer fängt, brennt in Sekunden alles. Ich guck gerade, gibt es eine Götterkunde? Ist das Okkultismus, ist es ja eigentlich nicht, oder? Ich würde nur sagen, du kannst es aber unter Okkultismus machen. Doch, warum nicht? Okkultismus, ne? Hört sich am besten an. Das ist zwar nicht die Lehre vom Okkulten, aber bietet sich jetzt an. Also ihr dürft gerne einmal alle auf Okkultismus werfen. Keine Ahnung. Wer weiß das schon? Ja. Wer weiß das schon? Wie gesagt, ihr steht in dieser unterirdischen Kaverne, Bücherei, und wisst nicht genau, wo ihr anfangen sollt. Was macht jetzt der Mönch? Der Mönch schaut euch an. Das sind die Schriften, die ihr haben wollt. Das sind doch viel zu viele. Ja, aber... Welche sollen wir mitnehmen? Ihr wurdet doch hierher gesandt. Ihr müsst doch wissen, was ihr mitnehmen sollt. Das hätten wir früher fragen sollen. Dann schaue ich sie mir mal näher an. Ich greife einfach ein paar von den Dingern heraus und würde gerne das im Zweifelsfall forcieren, indem ich einfach mal, ja, genau... Ich pack mir wahllos welche in die Tasche. Irgendwelche Rollen oder so. Ich drehe zurück und pass auf die Treppe auf, dass keiner so schnell runterkommt. Gestattest du mir die Forcierung? Für Okkult oder für was? Genau. Ja, würde ich dir zulassen. Oh Gott, was passiert da? Oh. Ach du meine Güte, komplett Fehlschlag. Ich verwandle mich in einen Frosch. Höchstwahrscheinlich. Quark. Jetzt weißt du, warum die anderen quaken. Du reißt diese Tischdecke von dem steinernen Altar. Irgendjemand hat hier wohl Wein verschüttet, und nimmst das so, breitest das dann vor den Bücherregalen aus. Du weißt nicht genau, in der Eile der Zeit, die Stadt brennt, musst du einfach irgendwas einpacken, und packst dann Rolle um Rolle um Rolle, Buch um Buch in diese Tischdecke, die dann... Das muss auch mit. Das muss definitiv auch mit. Und nein... Das gibt es noch? Das muss... Hier, Poggio, nimm das auch mit. Meine Tasche ist voll. Tancredi, steh hier nicht so rum. Vater, das sind doch viel zu viele. Packt es auf den Karren. Das können wir unmöglich alles hier liegen lassen. Und packt es auf den Karren. Wisst ihr, was passiert, wenn... Ich dachte, es wären ein paar Schriften, die wir mitnehmen müssen. Der Karren steht draußen. Wir müssen alles die Wendeltreppe hochkramen. Dann kannst du trotzdem auf den Karren packen. Oder was hält ihn davon ab? Poggio, du schaust gerade auf den Titel des Buches, was er dir da in die Hand gedrückt hat. Das Buch der Himmelskuh muss wohl unglaublich wertvoll sein. Ja, packst es einfach in dieses Tischdeckentuch, was dann euch als Beutel dient. Moment. Du siehst da auch diese Weinflecken.
Ist aber viel zu dunkel für Wein. Merkwürdig. Was sind das für Flecken? Hast du erste Hilfe? Ja, jeder hat erste Hilfe. Ja, dann mach mal. Ja, okay, er drückt dir ein zweites Buch. Secreta Secretorium. Was auch immer. Testament von Kana Magos. Roger, steh hier nicht so rum. Mensch, beeil dich. Da hinten das Regal. Mein, nein. Welches? Welches von den 10? Da drüben. Oh, das sind zu viele. Das sind einfach zu viele. Wir müssen die doch... Der Priester bricht erstmal in Tränen aus. Reißt euch zusammen, Pater. Andronico schaut euch komplett fassungslos an. Pater, was habt ihr getan? Was habe ich getan? Das darf nicht untergehen. Das muss doch... Du schaust so auf das Tuch, auf die Bücherrollen. Einige sind teilweise auch zerbrochen, weil sie zu alt sind, weil du sie dann ungeschickt reingeschmissen hast. Und er deutet wohl aber vielmehr auf das Tuch. Das Grabtuch von Jesu Christi. Das kann doch nicht sein. Wie geil. Andronikus nimmt das Küchenmesser und geht auf den Priester los. Was? Klar. Das. Ja, Gewandtheit. Das. Du warst bei 50, er ist da drunter. Also du siehst, wie er auf dich zukommt und mit dem Küchenmesser hat er wohl die Absicht, dich jetzt zu stechen. Kann ich eingreifen? Du bist auch bei einer 50, du siehst das auch. Ja, Drei, zwei, eins. Ja, ich versuche ihn aufzuhalten. Ich würde auch eingreifen wollen. Okay, dann Nahkampfangriff, los. Ich habe ein Schwert in der Hand. Ach so, du hast dein Schwert in der Hand. Nee, du hast gerade Bücher reingetan. Du hast dein Schwert in der Seite. So, Nahkampfangriff. Dann werf ich mit dem Buch ab. Okay, du wirfst mit dem Buch. Dann ich muss gerade gucken, wie wird das gehandhabt im Fernkampf? Werfen. Ja, werfen. Ich gebe dir nochmal eine plus 10. Werfen plus 10, weil die Entfernung so gut ist. Verdammt. Ja, daneben. Wirfst das Buch daneben. Was möchten die anderen tun, Priester? 3, 2, 1. Andronikus! Was? Du schreist ihn an, Andronikus. Schauen wir mal nach. Tancredi. Ich würde mich auf ihn draufstützen, also quasi ihn umwerfen wollen. Okay, dann versuch's. Nahkampfangriff. Nahkampf. Auch du hast Bücher in der Hand, du hast nicht dein Schwert in der Hand. Ja. Ja, und er schlägt einmal mit seinem Küchenmesser nach dir und verletzt dich. Und danach ist er, muss gerade mal gucken, ob er dich trifft, aber du bist nicht sein Hauptziel. Einmal den Roll. Jo, das schafft er. Dann bekommst du ein D4 plus seinen Stärkebonus. Der ist nicht vorhanden. Du bekommst ein D4 Schaden. 4 Stück. Und dann ist der nächste Schaden auf den Priester Gregorio. Und da würfelt er auch einmal. Trifft wieder. Kannst dich gerne verteidigen. Dodge Roll. Dann kommt hier den Pier. Und auch du bekommst 4 Schaden. Ja, schneidet zuerst dem Kreuzritter in die Handflächen, sodass er seinen Angriff abbrechen muss und danach über die Robe, über die Brust von Gregorio. Ihr habt das Grabtuch von Jesu Christi benutzt. Für die Bücher. Andronikos, das ist das. Herr, ihr seht doch, wie das Licht hier ist. Das wollt ihr doch. Das ist das. Ich stürze hin zu dem Stapel Bücher, unter dem das Grabtuch liegt und schiebe die ganzen Bücher beiseite. Das sind keine Weinflecken. Das war mir nicht bewusst. Du siehst auf das Antlitz, kannst sehen, wie die Bücher wohl weggeschoben worden sind, staubig, aber du siehst, wie dort ein blutiger Abdruck zu erkennen ist. Das ist kein Wein. Der blutige Abdruck von einer Person, gerade verstärkt um die Handflächen und wohl um, ja, den Seitenbereich, als ob irgendjemand mal eine Person, die unter diesem Tuch lag, in die Rippen gestochen hätte. Von hinten kommt der nächste Schlag des anderen Priesters, Andronikus, und er würde ganz gerne, ja, auf deinen Rücken stechen. Darf ich nicht überzeugen mit meinem Entschuldigungsversuchen? Dann versuch's mit überzeugen. Ja, überzeugen, aber schwer. Schwerer Überzeugenwurf. Ja, gar kein Problem. Und die anderen dürfen auch gerne nochmal versuchen zu handeln. Ja, ich zieh mein Schwert. Du ziehst dein Schwert? Ich habe jetzt eine Runde Zeit gehabt, mich zu ihm hinzubewegen. Ja, ist okay. Und dann donner ich ihm eine. Ich ziehe ihn mit dem Streitkolben 1 über. Das ist mir egal, ob ich ihn töte oder nicht. Bam! Ich bin da so super. Bratsch! Ja. Klong. Mach gerne Schaden. Er ist gerade versessen, Gregorio wirklich umzubringen. Du kannst den Wahn in seinen Augen sehen. Genau. Francesco! Tja, der ist doof. Gehirn auf Leichentuch. Gucken wir ganz kurz, habe ich nicht das war eben gerade oben. Stärkebonus vom Ist Schaden. Mit drin, ist alles mit drin. Sind 6 Schaden. Ich habe schlecht. Achso, okay. Ja, aber da kommt ja nochmal der Maximalschaden oben drauf. Das war ja ein extremer Erfolg. Gut, ja, nochmal Maximalschaden oben drauf. Genau. Da kommt nochmal der Maximal, ja. Also nochmal ein 6er. Volle Maximalschaden kommt nochmal. 12. Drauf. Ja, okay, dann beschreib die Szene. Er dreht sich ja wohl gerade um, weil unser Vater wahrscheinlich auf dem Boden kniet
Und ich nutze die Chance natürlich wieder mal, wenn sich mir jemand hilflosen Hinterkopf hindreht, hört man nur noch ein tiefes, dumpfes Knacken. Blut spritzt ein bisschen mehr auf das Grab, du Christi. Und wahrscheinlich sackt über deinen Schultern jetzt auf einmal jemand Schweres auf dich hernieder, mit ziemlich starren und überraschten oder hasserfüllten Augen. Und ich trete dann noch so von unserem Priester runter. Gottes Willen! Was? Ich schau ganz entsetzt auf das Grabtuch, auf dem jetzt jede Menge mehr Flecken drauf sind, und versuche mit meinem Gewand, die alle irgendwie noch schnell abzutupfen und wegzukriegen. Ja, du merkst auch, wie das Blut, die Spritzer ganz frisch in deine Kleidung reinlaufen. Die Kleidung ist egal, aber sie verteilen sich jetzt auch über das Grabtuch. Francesco, Pancho, Wasser, holt Wasser. Ich guck mich panisch um. Nein, das. Hier ist kein Wasser. Ist der tot? Ja, er ist tot. Der ist tot, meine ich nur. Geistige Stabilität von euch allen. Ich erschwere sie euch alle. Ja, ich erschwere sie euch alle um 20. Dann hat's nicht gepasst. Verdammt. Gregorio verliert jetzt einen vollen W10. Oh. Zu sich einfach erschweren? Dann habe ich es trotzdem geschafft. Mit 20 drauf habe ich es trotzdem geschafft. Ja, Francesco verliert nur ein Sanity-Punkt. Der hat wohl nicht verstanden, was das Grabtuch ist. Alle anderen bekommen ein W10 Sanity-Schaden. Keinen W10. Hey, da, los. Jetzt bin ich aber hier. Die große. Also, einen weniger. Jetzt kriege ich aber eine schwierige Umnachtung hier. Tja, Poggio setzt sich auf den Boden hin, schlingt seine Arme um die Knie und wiegt sich leicht hin und zurück. Hin und zurück, hin und zurück. Ich bete das Ave Maria dabei. Ich bin noch zu sehr beschäftigt, damit die frischen Blutflecken von dem heiligen Tuch wegzukriegen, als dass mich irgendwas anderes... Ich reiß jetzt Grigori hoch, guck ihn an, schüttel ihn. Hör zu, Mann, der wollte dich abmurksen. Pack das Tuch, wenn das wichtig ist. Pack es irgendwo ein und wir verschwinden hier. Die Stadt brennt. Hast du mich verstanden? Du kriegst einen richtig bösen Blick von mir. Wir wissen noch immer nicht, welche Rollen, welche Schriftrollen, welche Bücher wir überhaupt mitnehmen sollen. Die Mission hat überhaupt keinen Sinn. Der Kreuzritter schaut gerade so auf ein wahlloses Buch, was er sich noch in den Händen genommen hat. Al-Asif von irgendeinem arabischen Schriftsteller. Was steht da? Abd al-Azrat. Kannst du nicht mal lesen. Wurde von diesem Buch nicht gesprochen? Früher? Al-Asif, davon sprach doch Andronikos, oder? Zeig her. Mit der einen Hand das Grabtuch fest umklammernd, rupfe ich dir das Buch mal kurz aus der Hand. Kitab al-Asif von Abd al-Asrat. Da sind dann natürlich Blutflecken drauf, weil ich ja auf den Händen geblutet habe, weil ich ja aufgeschnitten bin. Ja, ich denke, das sollten wir mitnehmen. Und das Tuch in jedem Fall auch. Und würfel nochmal auf Okkultismus. Einmal muss es doch funktionieren. Ach, das darf nicht wahr sein. Ja, ich werde zum Ungläubigen. Möchtest du Glückspunkte? Dir fällt auf, dass das Buch wohl auch in Menschenhaut eingebunden ist, trägt ein schweres Siegel, wohl irgendwelche ja okkulten Symbole darauf. Das Buch scheint sehr wichtig zu sein. Na, wenn es in Menschenhaut eingewickelt ist, dann kann es ja nur wichtig sein. Was wir beide leider nicht wissen. Für mich ist es nur ein Buch, wie von den vielen Tausend, die hier drin sind. Ja, ich lege das Buch auf dem Altar, Gott sei Dank. Poggio, kommt gerade die Idee, dass man jetzt die Tischdecke als, kann man ja wieder benutzen. Ich meine, jetzt wurde es ja sowieso kaputt gemacht. Dann kann man es auch in die Hand nehmen und sich so einen schweren Büchersack machen. Nein, die Tischdecke hat der Grigori mitgenommen. Genau, den habe ich noch in der Hand. Die hat er zusammengeknüllt und hält es an der Hand, fast an die Brust geklammert wahrscheinlich. Genau. Da lasse ich niemanden ran. Eher im Gegenteil, ich gehe Richtung dieses Altars, auf dem das vorher gelegen hat, lege dieses Buch da ab und falte sorgsam dieses Grabtuch klein passend irgendwie zusammen, schnapp mir das Buch und lasst uns gehen. Noch größer kann das einfach nicht werden. Okay, ja, dann gehen wir. Ich hinke hinter den her und guck nochmal kurz so zu dem Priester runter. Du, arme Seele, Schwachkopf. Ja, ich wackel da wahrscheinlich noch im Boden rum. Tancredi, du weißt, was das ist. Du weißt, was das bedeutet. Ihr meint das Tuch, Vater? Natürlich, das Tuch, mein Sohn. Das ist das Grabtuch Jesu Christi. Das ist das Grabtuch Jesu Christi. Wir müssen hier raus. Ihr habt recht. Ja, dann lasst uns sogleich gehen. Wir müssen sofort aus der Stadt. Das muss sofort in lateinische Hände. Es muss sofort nach Rom. Wenn du für irgendwas dein Leben geben muss. Dann dafür. Dann gibt's nichts Größeres als dieses. So ist es. So wie die ungefähr 400 Splitter des Kreuzes, die 600 Nägel, die ich schon gesehen habe.
Natürlich. Ketzer. Es Grabtuch. Vielleicht hat irgendeiner was drauf geopfert oder sowas. Poccio. Der hat dir die Hose gemacht, Mann. Steh auf. Lass ihn sitzen. Ich wackel noch ein bisschen. Francesco, nimm ihn auf. Ja. Wir brauchen jetzt jeden. Ich steck den Streitkolben in den Gürtel und bin so an der, am Arm, unterm Gelenk und zieh ihn hoch. Beweg dich, Mann. Nimm deinen Hammer, nimm das Schwert und sei endlich mein Mann. Das Grabtuch. Und, da gibt's Hunderge. Tancredi, ist der Weg frei. Ich geh mal vor und schau quasi, ob außerhalb der Bibliothek, ob da draußen alles in Ordnung ist. Ich schau da quasi ums Eck oder aus der Tür raus. Das Kloster ist vollkommen verlassen, beziehungsweise die kleine Kapelle. Du kannst auch sehen, dass die Angriffe mittlerweile abgebrochen sind. Also es regnet keine Feuerbälle mehr, die Stadt brennt lichterloh. Man wartet jetzt wohl auch. Wenn du von dem Hügel weiter auf die See guckst, kannst du sehen, auch wieder ja eine Armada von Schiffen wartet in der Dunkelheit. Und die warten wohl jetzt bis zum nächsten Tag. Es sieht so aus, als hätte sich die Situation beruhigt, Vater. Der Herr ist auf unserer Seite. Jetzt, dann lasst uns gehen. Verliert keine Zeit. Wohin? Lasst uns gleich zum Hafen gehen, oder? Wir werden gleich versuchen, aus der Stadt rauszukommen. Hallo, guckt euch da mal an, wo ihr hin wollt. Da draußen steht eine christliche Armada. Und wir wollen jetzt mit einem Ruderboot da durch? Nun, sie werden uns doch hoffentlich als Christen erkennen. Aha, die ganze Stadt hier ist christlich. Als lateinische Christen. Woher? Steht das dir auf dem Kopf? Was sollen wir sonst tun? Habt ihr bessere Vorschläge? Nein. Wir müssen aus der Stadt raus, wir müssen diese Bücher, wir müssen das Grabtuch sogleich in sichere Hände bringen. Das Grabtuch! Der Herr wird mit uns sein. Habt Vertrauen einfach in ihn. Wir haben das Grabtuch. Das Grabtuch. Vertraut einfach. Habt Vertrauen. Wär's eine Möglichkeit. Kennt ihr euch mit Wappen aus, mit Bannern? Nun, natürlich. Das ist Teil meiner Ausbildung. Haben wir die Möglichkeit, vielleicht zu erkennen, ob eins der Schiffe ein Flaggschiff ist? Vielleicht von irgendeinem König, von irgendeinem Baron, der Kirche zugesandt ist. Vielleicht sogar ein rotes Kreuz mit weißem Grund. Oder Johanniter, Malteser. Dass wir uns denen sozusagen in die Hände geben mit diesem Tuch. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder wir versuchen, über die Kanalisation rauszukommen. Auf keinen Fall! Ich glaube nicht, dass wir mit dem kleinen Ruderboot durch diese Armada durchkommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir könnten auch versuchen, abhängig davon, wie weit die Armada jetzt wirklich von der Stadtmauer weg ist oder vom Hafen weg ist, vielleicht einfach mit dem Ruderboot raus, wieder rund um die Stadt herum und auf der Nordseite bei Kalata anlegen und dann halt dort quasi mit Leuten reden. Wir können es natürlich probieren. Wir können es natürlich probieren, wenn wir eng am Ufer bleiben. Genau. Brüder, habt einfach Vertrauen. Wir sind nicht einfach so, wir haben nicht einfach so das Grabtuch gefunden. Es ist Gottes Willen, dass wir es. Es ist durch meine Hand, die Gott geleitet hat, in deine sicheren Hände gekommen. Die werden doch keine Ruderboote angreifen. Die werden wahrscheinlich alles angreifen. Sie werden uns nicht angreifen. Also, geht zum Hafen. Ich folge euch. Ich lächle nur und folge. Ja, okay, dann gehen wir zum Hafen. Mhm. Selbstverständlich, alles ist komplett zerstört. Auch der Hafen hat sehr groß gelitten. Ihr könnt auch erkennen, wie die einzelnen Schiffe, die hier noch einmal vor Anker lagen, hoffnungslos niedergebrannt sind, beziehungsweise immer noch am Brennen sind und jetzt langsam vergehen, untergehen und den Hafen so ein bisschen versperren. Denn, naja, das, was ehemals von der Flotte vom Byzanz übrig geblieben ist, ist jetzt nicht mehr existent. Der Hafen komplett trümmern. Da müsste man jetzt schon richtig Glück haben, um ein einzelnes Ruderboot zu finden, was dann aus dem Hafen raus könnte. Finde ich auf dem Weg noch ein Schild? Ein Schild? Ja, ein Schild kannst du haben. Gegen mögliche Pfeilhagel. Ja, zur Not eine rausgebrochene Tür oder sowas, die man als Schild benutzen kann. Etwas handlicher sollte es schon sein. Gib mir mal einen schweren Glückserfolg und dann können wir über ein Ruderboot sprechen. Schweres Glück. Anzubieten. Normales Glück, kein schweres. Oh, Tancredi findet eins. Also zwischen den Planken des ehemaligen Steges, irgendwo eingezwickt, sehe ich Kopf, also mit dem Bauch nach oben, ein Ruderboot, das offensichtlich noch intakt ist. Dann wird das umgedreht. Gucken wir mal, dass wir irgendwelche Bretter, die wahrscheinlich im Wasser schwimmen, durch den zerborstenen Steg und die zerborstenen Schiffe, dass wir die als improvisierte Ruder benutzen. Mhm. Seht ihr, Vater? Der Herr ist tatsächlich auf unserer Seite, sonst hätte er uns dieses Boot nicht überlassen. Seht ihr, glaubet und es wird euch geholfen. Aber noch sind wir nicht in Sicherheit. In mir mehrt sich das Vertrauen. Hast du noch immer kein Vertrauen gewonnen? Glaube mir.
Damit steige ich ins Boot. Steige auch ins Boot. Möchtet ihr an Byzanz bleiben oder möchtet ihr auf die Armada zurudern? Nein, nein, an Byzanz. So gut es geht, würde ich sagen. Also, wenn ihr nicht, also auf die Armada würde ich nicht zurudern. Ja, ich glaube auch nicht, dass das die beste Idee ist. Also, wenn, dann müssten wir doch sowieso nach Norden. Genau. Weil bis dahin kommen wir wahrscheinlich gar nicht erst. Wir müssten eigentlich wieder dahin, wo wir aufgebrochen sind und dann wieder zurück, weil wir waren ja oben in diesem Lager von ach, wie hieß die Stadt? Galata. Aktuell seid ihr am Konstantinhafen. Genau. Da unten, ach du Scheiße. Ja, ja, da sind wir. Ja, ja. Ja, denn sind hier die meisten Schiffe. Natürlich. Also müssen wir sowieso an. Ja, ja. Wir müssen jetzt nach rechts. Müssen wir hier vorbei? Nach rechts rum, genau. Weil durch die Bergkette kommen sie ja nicht durch. Ja, wir schon. Ja, ja. Aber nicht die, deswegen ja. Und dann rudern wir wieder Richtung Topane? In welche Richtung geht denn die Strömung? Das ist ja eigentlich relativ einfach, weil wir haben gar keine andere Chance mit so einem Ruderboot. Naja, vom Bosporus ins Meer, beziehungsweise vom Goldenen Horn ins Meer. Ihr müsstet ja, jetzt also gegen die Strömung rudern. Und ich glaube, das ist ein sehr übles Unterfangen. Lasst uns lieber nach Westen treiben. Nach Westen treiben, also hierhin. Ja, mit der Strömung. Aber das ist ja die Armada der ganzen Kriegsschiffe. Genau. Hm. Genau, also die Armada befindet sich ungefähr hier und dann müsstet ihr auf alle Fälle mal mit den Leuten reden. Was, hier? Ich dachte, die haben hier. Die komplette Armada steht so, wie ich jetzt gerade angedeutet habe, so steht die Armada. Ach so, einmal rum. Aber ja, das ist eine riesige Armee, die jetzt davor steht. Ja, und was ist, wenn wir da so auch wieder entlang vom der Stadtmauer rudern und da oder uns treiben lassen, also schön nah an der Stadt dranbleiben und dann hier irgendwo. Also wenn ihr so zum Eurytheushafen und dann hier, das gelingt, also das ist nicht so schwer zu rudern, gerade wegen ja Strömung und so, das kriegt ihr schon hin. Und dann hier an Land gehen. Also während ihr schwätzt, driften wir schon irgendwo hier hin, ne? Also ich versuche Richtung Bosporus zu rudern. Wenn natürlich ich merke, das geht nichts, dann werde ich wahrscheinlich, wenn ich 2, 3, 4, 5 Mal paddel und ich merke, ich komme gerade nur 1 Meter weiter vorwärts, dann bringt das nichts. Also wenn ihr den Bosporus hoch wollt, brauche ich 2 erfolgreiche Stärkewürfe. 2 erfolgreiche Stärkewürfe? Dann könnt ihr den Bosporus hoch, beziehungsweise Goldenes Horn hoch, und wenn das nicht klappt, dann müsstet ihr jetzt eben mit der Strömung treiben. Okay, ich versuch's mal. Stärkewürfe sollte ja drin sein. Also bitte. Einmal? Ja, das klappte. Ihr habt dann 3 kräftige Männer an Bord und einen Priester. Boah, ja, Alter. Extrem. Kritisch. Der Außenborder. Der Priester kann gar nicht rudern, der hat das Tuch in der Hand. Genau. Also ihr könnt jetzt den Bosporus hoch. Das ist jetzt eure Entscheidung, die ihr habt. Ja, machen wir Bosporus. Das ist wahrscheinlich das Sicherste. Ja, dann wär's, glaube ich, das Chattere. Dann könnt ihr mit dem Ruderboot euch in der Nacht entlang bewegen, den Hafen nach zunächst Osten und dann nach Norden an der Sperrkette entlang und seht hier auch, wie die Mauer gerade am Bröckeln ist. Beim Goldenen Horn hat man hier wohl mehrere Ausfälle gewagt und hier hat man die Stadt noch nicht durchbrochen, aber das ist nur eine Frage von Zeit. Am nächsten Tage wird diese Mauer höchstwahrscheinlich nachgeben, gerade wenn von der anderen Seite weitere Hilfe kommt in Form von riesigen Feuerbällen. Ihr könnt dann den Bosporus einmal überqueren und bei Perra, bei Galata an Land gehen und hier euch dann wieder dem Kreuzritterlager anschließen. Am nächsten Tage, dem 13., wird die Stadt fallen. Hoffnungslos niedergebrannt. Der Buguleon und der Blaschernenpalast wird unter den Grafen aufgeteilt, die anwesend sind. Unter den verschiedenen Leuten, die mitgefahren sind, reißt man ihn sich sofort unter den Nagel. Die verschiedenen Symboliken aus Kirchen werden eingeschmolzen, also goldene Kreuze, damit man das nicht mehr wieder zurückverfolgen kann. Wenn hier Christen auf Christen treffen, dann ist das ein Schlachtfest. Warum genau man jetzt so vorgeht, ist nicht bekannt, aber das ist einmal Fakt. Es werden Wachen aufgestellt, und zwar an allen Toren, sodass hier keine Leute auch raus können mit ihren erbeuteten Schätzen. Die werden alle konfisziert, sodass ihr wirklich, wenn ihr mit euren Schätzen gar nicht hineingeht, das einzig Richtige getan habt. Denn auf normalem Weg kommt man in die Stadt nicht rein und nicht raus. Da wird alles konfisziert, auch Bücher. Aber die befinden sich ja schon in eurem Besitz. Die Reise zurück nach Rom bzw. nach Venedig wird sehr anstrengend werden und von uns nicht weiter thematisiert. Fakt ist, dass euer Auftraggeber ein paar Jahre später das Al-Asif in seinen Händen hat und dementsprechend aus dem Arabischen übersetzen kann. Das Kitab Al-Asif wird im Griechischen geheißen Necronomicon.
Selbstverständlich werden unsere Helden voll entlohnt werden. Ihre Sünden, die sie begangen haben, werden ihnen vergeben. Auch die, die sie noch begehen werden, sollte es denn vorkommen. Und auch die ihrer Kindeskinder werden ihnen vergeben. Der Pater Gregorio wird, nachdem er seine Wunden wieder regeneriert hat, zum Kardinal erhoben und nach Rom bestellt. Man ist ihm dort sehr dankbar. Alle anderen bekommen ja ihr eigenes Körpergewicht in Gold aufgewogen und werden lange, lange Zeit sehr glücklich leben. Selbstverständlich werdet ihr entlohnt, weil die Kirche interessiert sich nicht für Gold und Reichtümer, wenn sie ein Buch dafür bekommt und das geheime Wissen daraus. Und das Grabtuch. Und das Grabtuch. Das Grabtuch von Turin bzw. Jesu Christi Grabtuch verschwindet im vierten Kreuzzug. Es taucht nicht wieder auf. Niemand weiß, wo es nach dem vierten Kreuzzug gelandet ist. Niemand. Irgendwann taucht es dann später in Turin wieder auf, aber wir wissen alle, dass das eine Fälschung ist. Und mittlerweile wissen wir auch alle, wer es eigentlich entwendet hat und was damit passiert ist. Genau. Und damit endet unsere Geschichte. Das ist ja ein richtiges Happy End, ne? Byzanz niedergebrannt. Weil wir nach Norden gerudert sind. Ja, das ist halt Kollateralschaden, aber für uns? Warte mal ab, bis du aus den Traumlanden wieder aufwachst. Ja. Dankeschön fürs Leiten. Hat Spaß gemacht. Ja, dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. War super coole Geschichte. Dann bis zum nächsten Mal. Yo, ciao.